Tanz, Akrobatik, Sport. Disco Dance ist vielseitig und begeistert, wie diese Tänzerin aus Woltersdorf beweist. Also das macht einfach Bock, weil alle einen anfeuern und es macht Spaß. Mia Seidler und ihre Mitstreiterinnen bereiten sich gerade auf die deutschen Meisterschaften vor. Wer sind wir? Sie wollen ins Finale kommen, also unter die ersten sechs. Und dann ist eine Medaille nicht unmöglich. Der SV 1919 Woltersdorf ist in diesem Jahr der Ausrichter der deutschen Meisterschaften der Action Dance Federation TAF. Am 12. und 13. November findet das Spektakel in der Halle in der Hämmerlingstraße in Köpenick statt. 450 Tänzer werden erwartet, über 800 Zuschauer. Solos, Duos und Gruppen werden an den Start gehen. Ich freue mich Tatsache sehr darauf, auf den Samstag. Da haben wir eine Live-Sängerin dort, die die Tänzer live im Finale begleiten wird. Und generell auf die Finalrunden, wenn die Formationen endlich wieder tanzen dürfen, weil durch Corona durften die Formationen 2 Jahre nicht an den Start gehen. Die waren dieses Jahr das erste Mal wieder am Start. Und unter anderem kommt halt auch der Weltmeister in der Formation aus Bochum. Und das ist immer wieder ein Highlight, die zu sehen. Karten für die Meisterschaften gibt es an der Abendkasse. Los geht es am Samstag, den 12. November um 10 Uhr.